Moin. Wir sind mal wieder unterwegs. Und zwar geht es zur Weidenberghütte. Da gibt es dann ein Weihnachtsessen. Es ist jetzt 8.30 Uhr. Es wird gar nicht richtig hell. Jo, Sohnemann. Oh ja. Und ich wollen heute Morgen mal wieder ein bisschen die Natur genießen. Filmen werde ich nicht viel, da man eh nichts sieht. Noch nicht, ist noch zu dunkel. Und wenn mehr Licht da ist, dann geht's weiter. Sieht schwer nach Regen aus. Ja. Kameraden sind auch schon wach, wenn man sie sieht. So, bis später denn. Ja, das Wetter heute Morgen ist richtig mies, nass, kalt, windig. Aber da waren Wildschweine zugange. Richtiges mieses Wetter, ne? Ja. Ah ja, wir sind ja bald dort. Es rauscht der Wind. So, ich melde mich wieder, wenn wir an der Hütte angekommen sind. So, wir sind jetzt an der Hütte angekommen. Und jetzt wird zuerst mal Kaffee gemacht und was gegessen, bevor es weitergeht. Jo. Und sie direkt mal Schwulkopf. Oh jo, das macht nichts. Ich mache Kaffee. Mach du mal Kaffee. Jo Leute, was gibt's heute? Heute gibt's ein Gulasch mit Maultaschen und einer Speckrahmsoße. Ich melde mich mal wieder. So Leute, die Zwiebeln sind schon im Topf. Das Kaffeewasser ist am Kokeln. Jetzt zuerst mal einen Kaffee und in der Zeit kochen wir wieder. Ach, das riecht so lecker. Einfach klasse. Jo. Bis später. So, langsam wird es. Schon dann auf der Arbeit, ne, für so 3-in-1 Kaffeezeug. Da gibt es ja so eine Art Sirup. Ah. Kennst du das? Nee. Hat er ja so Karamellsirup mitgebracht. Ach, wie geil. Du, das schmeckt, also ich schmeckt das gut, ne? Mir fühlt es süß. Da machst du, da hol ich dann normaler 2-in-1 Kaffee ohne Zucker, mach ich so eine Tropfe drin. Das schmeckt ja so ein bisschen karamellig. Und der hat das drin gemacht bei 3-in-1, wo Zucker drin ist. Oh. So Leute, langsam wird's, die Zwiebeln, der Speck. Und dann das Fleisch und die Maultaschen, das wird so lecker. Das wird geil.
So Leute, das Fleisch ist drin. Da könnt ihr mal gucken. Richtig lecker. Mariniertes Schweinefleisch. Und beim Sohnemann kochen die Maultaschen einwandfrei. Das Wetter ist immer noch recht bescheiden. Aber was soll's. Schöner Kaffee, was Warmes zu essen. Was will man mehr? So Leute, Essen ist fertig. Ich habe natürlich mein Essbesteck vergessen. Und dann gibt es eben ein Stückchen. Maultaschen à la Buschläufer. So Jungs. Na, ist das nicht lecker? Ist das geil. Das ist natürlich eine Männerportion, wie sich das gehört. Leute, guckt es euch an. Gulasch mit Maultaschen, Rahmgulasch. Vom Feinsten. So, junger Mann. Bitteschön. Jo, wir essen jetzt mal und dann gucken wir weiter. Leute, der Hammer. Klasse. Wie bei Muttern zu Hause. Genial. Das durchschmeckt wirklich geil. Geht nichts über Kochen in der Natur. So Leute, kurz mal noch einen Blick runter ins Tal. Hier noch zwei Hütte. Wir machen jetzt wieder den Abflug. Regnet schon wieder. Und dann geht's ab nach Hause ins Warme. Jo, ich wünsche euch allen noch einen guten Rutsch. Schöne Feiertage. Und für 2017 alles, alles Gute. Bis denne.